Dann kommen wir zum nächsten wichtigen Thema. Zum Branding gehört auch dazu Buch. Hast du ein eigenes Buch geschrieben? Bist du ein Experte? Weil jemand, der eine Koryphäe ist, hat Bücher geschrieben. Das gehört einfach dazu. Ein guter Coach hat Bücher geschrieben. Ein guter Dienstleister hat Bücher geschrieben. Hier ein Beispiel von einem Handwerker. Ein Handwerker kommt zu mir ins Coaching und sagt, boah, es läuft nicht so richtig. Und ja, was machst du dann? Ja, ich mache Rollläden, ja? Ja, okay. Ich mache Rollläden, alles klar. Und was ist denn der Unterschied? Was ist euer Image? Was ist euer Branding nach außen? Ja, wir machen das sehr gut. Das ist irgendwie langweilig. Das machen ein Haufen andere auch, ja? Also, du musst ein Buch schreiben. Sag er, na, wieso? Ich bin doch Handwerker, ich schreibe doch kein Buch. Sag ich, doch, schreib ein Buch, damit du dich als Experte zeigen kannst. Und was ist jetzt passiert? Er hat ein Buch geschrieben, hatte zwei, drei Bücher geschrieben, er war bei mir auf dem Buchseminar. Wie schreibe ich mit Erfolg in 7 Tagen Bücher? So, er hat ein Buch geschrieben, jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Er geht zum Kunden und Kunden, wenn du ein Haus hast, wenn du Markisen brauchst, dann holst du dir nicht nur ein Angebot rein, sondern in der Regel mehrere Angebote. Also Kunde holt sich die Angebote rein und er gibt dem Kunden zum Schluss, sagt er, ich würde Ihnen gerne ein Buch schenken zu dem Thema. Darf ich Ihnen eine persönliche Widmung schreiben? Darf ich Ihnen das Buch schenken? Und weißt du, wie die Leute jedes Mal berührt sind? Er schreibt eine persönliche Widmung rein, überreicht das. Und jetzt überleg mal den Unterschied. 5 Handwerker sind da, 4 geben nur ihre Offerte ab, ihr Angebot, und er gibt sein Angebot ab und das Buch, das er ein absoluter Experte ist. Und was denkst du, wer hat am meisten Aufträge? Er ist mittlerweile der teuerste auf dem Markt und er hat Aufträge ohne Ende durch das eigene Buch. Und du für dich überlege einfach mal, ob es nicht höchste Zeit ist, dass du anfängst, auch ein Buch zu schreiben und dann schreibst du ein weiteres Buch und ein weiteres Buch. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied aus, weil du musst, und das ist absolut, du musst dich unterscheiden von den anderen, die auf dem Markt sind. Jetzt gibt es natürlich welche, die sagen, ja, warum soll ich ein Buch schreiben? Es gibt doch schon so viele Bücher. Was für ein Blödsinn. Ja, es gibt viele Bücher. Jedes Jahr kommen 100.000 neue Bücher auf den Markt im deutschsprachigen Raum. Aber dein Buch gibt es noch nicht. Dein Expertentum ist noch nicht in einem Buch festgehalten. Darum sollst du das Buch schreiben. Unbedingt, weil du hebst dich ab. Weil ein Coach, jemand, der was zu sagen hat und kein Buch geschrieben hat, der nicht imstande ist, seine Gedanken konzentriert in ein Buch reinlaufen zu lassen, der wird langfristig niemals den Erfolg haben und er wird auch niemals Honorare verlangen von denen, die anderen nur träumen können. Ich kann dir sagen, mit den Leuten, wo ich zusammenarbeite, da haben nicht alle Bücher geschrieben, weil manche einer meint, nee, ich mag kein Buch schreiben, ich will das nicht, ich brauche das nicht, ich sehe das nicht ein. Da ist so ein Unterschied mittlerweile im Honorar, was die einfach mehr an Geld verlangen können. Weil sie Experte sind und weil der Kunde Vertrauen hat. Weil es ist einfach ein Unterschied, ob du für so ein nehmen wir einfach mal so ein Tagescoaching, ja, ob du für ein Tagescoaching 700-800 Euro verlangst oder ob du für so ein Tagescoaching im 5-stelligen Bereich dich bewegst, ja, weil du ein Experte bist, weil du nachweisen kannst, was du bewegst, weil deine Gedanken zu Papier gebracht sind. Das macht so einen gigantischen Unterschied aus, egal wo du bist. Ich habe das mit Zahnärzten, ich habe das mit Ärzten, ich habe das querbeet mit allen Menschen, die ein Buch haben, das hat sich verändert. Und ein Buch ist auch eine Cashmaschine. Ein Buch hilft dir, passives Einkommen zu generieren. Auch das ist ein nicht so unterschätzender Faktor, weil Buch wird immer gekauft. Das heißt, du musst da nicht aktiv sein und deine Abschlüsse werden orbitant besser. Ja. Ich erlebe das so oft,
Anfragen, ja, ich habe Ihr Buch gelesen, ja. Ja, Ihr Buch wurde mir empfohlen, Ihr Buch wurde mir von einem guten Freund weitergegeben. Das hat mir sehr zugesagt, was Sie da machen. Ich würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Ohne Buch wäre ich bei weitem nicht da, wo ich jetzt bin. Und auch meine Kunden wären bei weitem nicht da. Also bitte, geh niemals in den Preiskampf rein. Das ist ja das, was viele machen. Ja. Angebote, da wirst du einfach verglichen. Stell dir mal vor, du bist jetzt Coach. Du bist Coach für Stimmbildung als Beispiel. Ja. So, okay, was kostet das bei Ihnen? Okay, und dann gucken die, was kostet es bei den anderen? So, und dann, nach was willst du dich entscheiden? Gut, einmal Nasenfaktor. Ja, ist mir sympathisch, ist mir nicht sympathisch. Wenn aber jemand Experte ist, ein Buch geschrieben hat, wenn jemand zum Beispiel einen Podcast hat, wenn jemand noch ein paar andere Sachen hat, ja, dann hast du einen anderen Nimbus, du hast eine andere Strahlung nach außen. Du kannst übers Buch posten, du bist in den ganzen Büchereien, bist du. Man kann dich online kaufen, das heißt, dein Name ist omnipräsent über deine Bücher. Also, da bitte, bitte mach deine Hausaufgaben, wenn du wirklich, wirklich selbstständig sein möchtest, aber richtig selbstständig und dann ins Unternehmertum übergehen, dann brauchst du Bücher, Bücher aus deiner eigenen Feder. Und das kannst du lernen und ich empfehle das jedem. Ich habe Kunden, die haben gesagt, ja, ich spare mir jetzt das Geld, ich komme jetzt nicht zu deinem Seminar, ich mache das selber. Du musst genau wissen, wie es geht. Und ich kann dir sagen, ich kenne viele, viele Leute, die sind schon seit Jahren dran, ein Buch zu schreiben, kriegen es einfach nicht fertig. Du kommst zu mir auf ein Seminar, 2,5 Tage, und dann musst du noch ein paar Zeilen ausfüllen und dann ist dein Buch fertig. Ja? Dann kannst du es gleich rausgeben und du lernst auch komplett alles, was dazu erforderlich ist. Mache ich Eigenverlag, mache ich Fremdverlag und wie schaffe ich es, dass das Buch alleine schon zur Cashmaschine wird und wie schaffe ich es, mein Buch richtig ideal einzusetzen. Also, Buch schreiben, ein absolutes Muss auf dem Weg in erfolgreiches Business hinein. Schreib jetzt mal auf, welche Themen möchtest du schreiben, worüber möchtest du berichten, was ist deine Herzensbotschaft und wenn du einmal weißt, wie es geht, es ist wesentlich einfacher, als was du denkst.